Hallo und herzlich willkommen zurück zum dritten Video des Lernzyklus über den Grundwert. Jetzt bist du an der Reihe. Du darfst selber einen Grundwert berechnen und ein paar Beispiele lösen. Los geht's! Das erste Beispiel ist folgendes. Johanna möchte sich ein neues Computerspiel kaufen und sie hat Glück. Denn der Preis ist auf 38 Euro reduziert. Diese 38 Euro sind 80% vom ursprünglichen Preis. Die Frage ist jetzt, wie viel hätte Johanna ohne den Preisnachlass zahlen müssen? Du hast jetzt Zeit. Du weißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste ist die mit der Formel, dass du einfach einsetzt. Und die zweite ist, dass du es dir langsam herleitest. Beide Möglichkeiten funktionieren super. Mache es so, wie du am besten damit klarkommst und versuche, auf das richtige Ergebnis zu kommen. Deshalb drücke am besten jetzt auf Pause und nimm dir genug Zeit, um das Beispiel zu lösen. Herzlich willkommen zurück. Schauen wir uns jetzt kurz die gemeinsame Lösung an. Ich werde das jetzt herleiten langsam. Was wissen wir hier? 38 Euro sind 80% vom ursprünglichen Preis. Das heißt, wir können das auch wieder in so einem schönen Satz formulieren. Wir wissen, 80% von dem alten Preis, dem ursprünglichen Preis, wie auch immer man ihn nennen möchte, das sind genau 38 Euro. Haben wir diesen Satz einmal aufgestellt, ist es kein Problem mehr, damit weiterzurechnen. Nur kurz, diese 80% ist also das P und der alte Preis, das ist der Grundwert, den wir jetzt suchen. Hier ohne den Preisnachlass, das ist also ohne, somit der alte Preis, das ist genau dasselbe, nur dass du das nochmal siehst. Und 38 Euro, das ist unser Prozentwert. Falls du also mit der Formel gerechnet hast, das hier sind unsere Variablen, die du einsetzen musst. Leiten wir das aber hier ohne der Formel nochmal kurz her. 80% heißt 80 Hundertstel von, übersetzen wir mit mal, von g. Und das ist 38. Ich habe hier jetzt W geschrieben, um dir nochmal zu zeigen, nein, du musst immer aufpassen, dass du da nicht mischt. Entweder du setzt direkt die Zahlen ein, so wie ich das jetzt mache, 80 und 38, oder du schreibst es komplett allgemein, so wie hier rüben, dass du überall P, G und W schreibst. Okay? Also pass auf, dass du wirklich immer entweder einsetzt oder eben allgemein schreibst. Gut, jetzt müssen wir auf G ist gleich umformen. Du bist bestimmt schon ein Profi darin. Wie geht das? Wir müssen die 38 durch 80 Hundertstel dividieren, denn ich habe hier oben bei der Gleichung eine Äquivalenzumformung gemacht durch 80 Hundertstel. Und das muss ich auf beiden Seiten machen. Analog würde das natürlich allgemein auch gehen, indem ich G ist W durch P Hundertstel rechnet. Das wäre die Formel, die du genauso gut verwenden hättest können, die sich eben durch diese Umformung ergibt. Jetzt berechnen wir noch schnell das Ergebnis. G ist also 38 durch 0,8 und das können wir ausrechnen. Schauen wir, was da jetzt herauskommt. G sollte somit sein 47,5. Und fertig sind wir. Nein, noch nicht ganz. Was habe ich vergessen? Die Antwort, ganz genau. Wie viel hätte sie ohne Preisnachlass zahlen müssen? Sie hätte diese 47,50, aufpassen, da schreibe ich jetzt noch eine 0 daran, denn bei Geld, bei Euro, haben wir immer zwei Nachkommastellen. Das heißt, die Einheit hier ist auch ganz, ganz wichtig, dass du auf die achtest. Und fertig sind wir mit dem Beispiel. Egal, ob du so mit Formel oder ohne aufs Ergebnis gekommen bist, es passt beides. Jetzt zum zweiten Beispiel.
Das ist ein bisschen ein kniffliges Beispiel. Aufpassen. Schauen wir uns das kurz an. Niklas lädt zu seiner Geburtstagsfeier 7 seiner Klassenkollegen ein. Es sind also 32% der Klasse auf der Feier. Die Frage ist jetzt, wie viele SchülerInnen gehen in Niklas' Klasse? Drücke auf Pause und versuche, dieses doch etwas kniffligere Beispiel zu lösen. Herzlich willkommen zurück. Schauen wir uns jetzt die Lösung an. Wir wollen hier jetzt wieder so einen Satz formulieren. 7 seiner KlassenkollegInnen sind eingeladen. Das heißt, 32% der ganzen Klasse, diese 7, sind eingeladen auf der Feier. Aber, auf was wir jetzt aufpassen müssen, der Niklas selber ist ja auf seiner Geburtstagsfeier auch dabei. Was heißt das jetzt? Wir wissen, 32% von, wovon? Von der ganzen Klasse sind, und hier ist jetzt die Schwierigkeit bei dem Beispiel, nicht 7, sondern 8, denn Niklas ist ja auch in der Klasse und ist auch dabei. Okay? Ich glaube, jetzt soll es dann aber nicht mehr so schwierig sein, das zu lösen. Wir wissen, P ist 32, G ist die ganze Klasse, also die Anzahl der SchülerInnen, die wir auch suchen. Und 8 ist unser Prozentwert. Jetzt können wir das also als Gleichung übersetzen. Die 32% schreiben wir als 32 Hundertstel mal G. Denn diesen Grundwert, den suchen wir hier. Das Ergebnis ist 8. Okay. Machen wir eine Äquivalenzumformung. Wir dividieren durch 32 Hundertstel. Somit ist G8 durch 32 Hundertstel. Aufpassen, auf jeder Seite des Gleichheitszeichens müssen wir diese Division durchführen. Das ist dasselbe wie 8 durch 0,32. Und wenn wir das jetzt berechnen, kommt dann auch ein schönes Ergebnis heraus. Bevor ich das aber mache, schreibe ich hier die Formel auch nochmal kurz allgemein auf für all jene von euch, die in die Formel direkt eingesetzt haben. Ich mache sie hier nochmal fettblau. So, was kommt jetzt also heraus? 8 durch 0,32, das ist genau 25. Perfekt. Eine Antwort dürfen wir nicht vergessen. Wie viele SchülerInnen gehen in Niklas' Klasse? Es sind genau 25 SchülerInnen in Niklas' Klasse. Wieder auch hier aufpassen, dass du nicht auf die Antwort vergisst. Und auch hier ganz egal, ob du mit Formel gerechnet hast oder ob du es dir selber hergeleitet hast. Beide Rechenwege funktionieren super gut. Hauptsache, du kommst auf die 25 SchülerInnen. Sehr gut. Ich hoffe, du hast etwas dazugelernt und du kannst jetzt auch gerne noch weiter üben, Beispiele zu lösen, wo man den Grundwert sucht. Im nächsten Lernzyklus werden wir uns dann näher mit dem Prozentsatz beschäftigen. Vielleicht hast du ja auch schon eine Idee, wie man diesen Prozentsatz berechnen kann, wenn man den Grundwert und W sucht. Wenn nicht, keine Angst. Im nächsten Zyklus schauen wir uns das an. Tschüss und bis dann!